So, da hätten wir sie. Naja, zumindest fast. Moment, ich schmeiß mal ein paar Megabomben runter. Uiuiuiuiui, weg ist der Planet und nix wie weg. Kurz mal aufladen nochmal. Serpius. Waren wir da nicht schon mal? Frey? Irgendwas war doch schon mal auf dem Planeten, oder? Naja, jedenfalls haben wir da jetzt das letzte Heimatsystem der Stevies. Ein T2. Und selbstverfreilich, es ist nur gelbes Gewürz, Leute. Planetenklatscher ist einsatzbereit. Wo ist die Kolonie? Die sollen es natürlich als erstes zu spüren bekommen. Viel Spaß da unten. Huch. Das war einmal zu oft Escape. Und jetzt weg mit dem Ding. Yeah. Ach, sowas macht einfach nur Spaß. Tja, das war's dann wohl. Steht hier irgendwas von wegen... Das Steve-Reich wurde zerstört. Jawoll. Dein Bündnis mit dem Biso-Reich wurde auch... Scheißendreck. Nein! 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 Weil ich Planetenklatsche eingesetzt habe. Jetzt sind die böse auf mich. Moment. Ich muss mal ganz kurz schleimen gehen. Bisos, wie sieht's denn aus? Oh, da sieht's böse aus. In Handel kann man nicht aufladen, reparieren. Diplomatie, bitte nimm unser Geschenk an bei bedrohlicher Kampfmusik. Wie viel Geld muss ich denen eigentlich geben, damit sie glücklich werden? Weiß ich gar nicht. Naja, so jedenfalls mal nicht. Naja, okay, da können wir uns später auch noch drum kümmern. Also Planetenklatscher sollte ich vielleicht doch nicht unbedingt einsetzen. Wer ist das jetzt eigentlich? Ach, ein einzelnes System. Das ist ja scherzhaft. China als Reich. Rufen wir sie mal. Unsere Zivilisation lobpreist Spode. Ach, ihr auch. Ja, alles klar. Moment, was soll das heißen? Ein bisschen Geld könnte den Krieg aufheben. Schon gut. Krieg ist vielleicht die billigere Alternative. Auf jeden Fall die spaßigere. Mitschka. Vom China als Reich. Ach komm, da können wir eigentlich mal... Wobei, nee, Gravitationswelle, die hat ja denselben Effekt wie Planetenklatsch. Och, Menno, weißt du was? Wir testen jetzt mal das Tarnsystem. Sieht auf jeden Fall mal geil aus, muss man schon mal so sagen. Aber können wir uns jetzt auch an die Kolonien ranschleichen, ohne entdeckt zu werden? Oder sehen die uns in der Nähe? Also der Raumjäger, der sieht uns schon mal nicht. Und die Städte? Die laden schon mal ihre Laser. Die sehen uns aber ebenfalls nicht. Ach, geil. Weißt du was? Hier, Antimateriebombe, runter damit. So, allerdings hat die Tarnung jetzt natürlich keinen Effekt mehr. Jetzt wissen sie, wo wir sind, also bomben wir sie einfach weg. Okay, ich brauche nochmal kurze Reparaturen. Dann sollte ich vielleicht nochmal ein paar Raketen abfeuern. Die sind gerade wieder auf einem schönen Haufen. Jawoll. Einer ist noch da. Moment, den haben wir auch gleich. So, da kommt gleich der nächste. Boah, jetzt sind sie wohl übergierig, was das angeht. Ökosystem auf Gerät zusammengestorben, genau. Nochmal Reparatur bitte. Nochmal Megabomben bitte. So. Toll, eine Luftabwehrrakete fliegt schon noch durch die Gegend. Okay. Okay, wo ist denn jetzt eigentlich diese Kolonie? Da ist die letzte Kolonie. Hauen wir die auch noch zum Teufel nunder. So, das war's. China als Reich wurde zerstört. Du hast die Eroberer 5 Plakette erhalten. Eroberer 5 Plakette. Dann mal ganz kurz gucken. Oh, ist voll. Du hast 50 Planeten erobert. Naja. Erobert ist jetzt relativ, ne? So, damit wäre schon mal ein bisschen was von dem roten Zeug weg. Aber da haben wir natürlich noch viel, viel mehr. Und ich würde sagen, wir machen erstmal das da hinten, was so... Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die da hinten. Wir fangen hier gleich mal beim Heimatsternsystem an, ne? Um sie so richtig schwer zu treffen, um sie richtig böse zu treffen. Wir sind ja gleich wieder tot, das macht überhaupt nichts. Weißt du was, wir schmeißen da jetzt die Gravitationswelle einfach runter, was soll der Geiz?
Ihr bekommt nochmal eure komische Antigravitations-Dingens-Rakete. Ich habe gerade den Namen vergessen. Das ist irgendwie... Antimaterie-Rakete. Jetzt. So war's. Na, komm schon. Feuer frei. Irgendwie schießt er manchmal nicht. Kann das sein? Naja, egal. Hier erstmal aufladen und reparieren, bitte. Und jetzt möchte ich den Planeten verlassen. Und ich möchte mich gleich nochmal reparieren. Oh, oh, oh. Halt, 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 halt. Die haben einen zweiten Planeten. Und das Bisureich hat uns gerufen. Ich weiß, die sind jetzt wahrscheinlich stocksauer auf uns. Aber komm, Leute. Spaß muss sein, oder? So, Megabombe ist bereit. Und dann hauen wir jetzt euch noch schnell weg. So, hätten wir das. Boah, ich kriege hier gerade irgendwie voll... Au, Muskelzerrungen, Muskelkater, Krampf im Arm oder wie immer man es auch nennen möchte. Tö. Verdammt, das war zu viel des Guten. In der Galaxie gibt es kein gratis Mittagessen. Ab jetzt herrscht Krieg. Oh, 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 oh. Die sind aber mächtig sauer, du. Ach, Halleluja. Moment. Moment, da müssen wir ganz schnell zum Heimatplaneten fliegen und dann hier, warte. Ein bisschen Geld könnte den Krieg beenden. Hier kommen 12 Millionen, oder? Na schau mal, da haben sie uns gleich wieder lieb. Ja, was für eine Erleichterung, hat er gerade gesagt. Guckt uns mal unser Geldkonto an. Das war wirklich eine Erleichterung. Überfallenen Planeten war schon wieder. Ökosystem aufgeräumt, zusammengebrochen. Na gut, dann machen wir die eben mit herkömmlichen Mitteln kaputt. Wie komme ich jetzt auf kaputt? Wahrscheinlich durch den kaputten Stuhl, auf dem ich hier sitze. Dieser alte, rustikale Campingstuhl, ne? So ein roter ist das. Der knarzt immer so richtig schön, wenn man da drauf hin und her wippt. Ein grüner Smiley. Seht euch das an. Die Arbeiter haben Spaß. Das kann ich nicht ab, wenn jemand Spaß hat. Da müssen wir gleich was gegen tun. Das kannst du ja so nicht stehen lassen. Komm schon, weg mit dem Zeug. Das ist ja ekelhaft. Die sollen arbeiten. Die sollen schuften. Schuften sollen sie. Du willst noch kämpfen? Na dann komm her. Deine Kumpanen haben es ja aufgegeben. So, jetzt wollte ich mir eigentlich noch ein Reparaturset reinhauen, aber naja. Okay. Das nächste System wäre hinüber. Dann, was haben wir denn da noch alles? Ach du meine Güte, die haben verdammt viele Planeten. Die haben wirklich verdammt viele Planeten. Und uns gehen die Reparatursets aus, wenn das so weitergeht. Ah ja, nochmal die gute alte Musik aus Zero Hour. Ach schön. Werden wir übrigens auch noch spielen, ne? Command & Conquer General Zero Hour. Das wird ein Spaß. Jetzt haben wir schon wieder die ganzen Jäger am Hals. Langsam nervt es doch irgendwann, oder? Möchte man eigentlich meinen. Ich sollte jetzt nochmal ein Reparaturset reinklatschen. Und vor allen Dingen diese Jungs da loswerden. Das ist nicht gesund. Rational durchdacht kann letztlich nur eine Zivilisation die Galaxie beherrschen. Und das sollten wir sein. Möge der Krieg beginnen. Kollege, wir sind längst im Krieg. Ist das nicht aufgefallen? Oder warum meinst du, zerstöre ich deine ganzen Kolonien? Jetzt mal im Ernst, was hat denn der bitte schön für Vorstellungen? So, und wir rauchen. Da hat es irgendwo ein linkes Triebwerk erwischt. Moment, ich hau da mal kurz einen Rodney rein, ne? Der McKay, der kriegt ja alles gefixt hier. Und dann schmeißen wir mal kurz eine Antimaterie-Rakete da in den komischen Raumschiffhaufen da links oben. Und damit wären wir einen Großteil los. Jetzt schickt man dich noch zum Teufel. Dann haben wir unsere Ruhe. Da sind nur noch zwei Verteidiger übrig. Ist absolut kein Problem. Moment, das Handy klingelt gerade wieder. Wieso klingelt das alle 5 Minuten? Ich wollte es eigentlich alle 10 Minuten haben. So, jetzt hier mal kurz die Bomben runter. Kann ich euch kurz ausschalten? Ja, ne? Komm schon. Komm schon. Da ist der nächste.